Conti waren zum vierten Mal in 18 Monaten, aber die Börse scheint es nicht zu stören. Die Aktie steigt enorm. Daimler waren zum vierten Mal in 12 Monaten, aber die Chinesen um BAIC scheint es ebenfalls nicht zu stören. Alles eingepreist in der Autowelt. Auch die neuen Zahlen von Daimler mit einem Milliardenverlust im zweiten Quartal. Fragen wir an Zertifikate aktuell. Vivien Sparrenberg von Vontobel. Schönen guten Tag, Frau Sparrenberg. Hallo, Frau Jahr. Erstmal zu Continental. Weniger Fahrzeuge als erwartet werden produziert. Mhm. Folglich muss dann auch ein Zulieferer die Erwartungen senken. Und das tut Conti für das Restjahr. Das hatten Analysten ja schon so ein bisschen vorausgesehen, nachdem der Gewinn auch schon rückläufig war fürs zweite Quartal. Aber warum ist die Aktie in der Folge so gestiegen? Man könnte jetzt behaupten, sie ist auch zuvor ordentlich gefallen, aber es war eine deutliche Reaktion an Tag gleich. Das stimmt. Dann eigentlich geht man davon aus, wenn Gewinnwarnung ausgesprochen wird, dass die Aktie erstmal nach unten fällt. Nicht siehe Daimler. Siehe Daimler. Continental hat sich an die DAX-Spitze gesetzt. Sie waren Gewinner im DAX, obwohl sie eine Gewinnwarnung ausgesprochen haben. Nichtsdestotrotz muss man sagen, der DAX hat 200 Punkte gewonnen gestern. Das Umfeld, in dem die Conti seine Gewinnwarnung rausgegeben hat und dass es schon viele erwartet haben, dass sie diese Gewinnwarnung rausgeben werden, hat Conti eigentlich so ein bisschen Auftrieb gegeben, weil gerade gesagt wird, okay, die EZB muss aufgrund der Konjunktur irgendwie wieder mehr Geld in den Markt schießen oder irgendwie lockere Politik fahren, sonst kommen sie aus diesem Tief nicht mehr raus. Und gerade die konjunktursensitiven Branchen wie die Autobranche hat hier sehr, sehr positiv reagiert. Conti ist oben ausgebrochen, alle Autobauer waren im Plus. Da hat man schon gesehen, was so Gedanken an der Börse bringen können für Aktien, gerade die so konjunkturgebeutelt sind. Aber wenn man sich die Charts anguckt, diesen kleinen Ausbruch, die die Continental-Aktie hier gemacht hat, hier gerade noch so drauf. Den man so ganz klein am Rande sieht, kann das, was sie eigentlich über die letzten 5 Jahre oder auch gerade letztes Jahr hier verloren hat, fast gar nicht wegmachen. Also mal in Zahlen ausgedrückt, auf Sicht eines Jahres ein Minus von gut 30% an der Börse, auf 5 Jahre Sicht immer noch gut 20%. Was sagen denn Analysten zu Conti, was muss passieren, dass es mal wieder vorangeht? Die sind ja nicht im luftleeren Raum unterwegs, sie sind abhängig von den Herstellern, aber was haben die falsch gemacht? Bei Continental ist das Problem, das sie haben, dass sie natürlich sehr, sehr abhängig von den Autobauern sind. Die Autobauer sind jetzt gerade in ihrer E-Mobilität-Phase. Sie müssen jetzt alles aufholen. Sie haben natürlich von dem Handelskrieg auch noch viel auf den Büchern stehen. Deshalb kann Continental sich eigentlich abmühen, wie sie wollen. Wenn am Ende die Autobranche nicht die Produktion auffährt oder wenn sie nicht nachfragt, dann hat das für Conti natürlich auch in dem Falle keine positiven Einflüsse. Continental hat die 2 von 3 Megatrends in der Autobranche eigentlich relativ gut ausgefüllt. Das autonome Fahren und die Vernetzung. In den konjunkturschwächeren Phasen leiden sie an der E-Mobilität, weil sie da noch nicht so gut aufgestellt sind. Und auch ihre Antriebssparte, die sie ja verkaufen wollen, ist ja noch so ein bisschen ein Dorn im Auge. E-Mobilität ist aber eigentlich das größte Thema von den 3 Megatrends, die man aktuell halt sehr, 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 sehr stark sieht. Und da ist Conti noch so ein bisschen im Hintertreffen. Und sie muss ihre Sparte eigentlich an die Börse bringen. Aber was dabei rauskommt, ist dann eher die andere Frage. Deshalb haben sie noch ein bisschen was auf dem Zettel, was sie machen müssen. Und wollen aber auch, dass natürlich die Autobranche positiv herausfährt. Da können sie aber nicht viel gegen tun. Sie können bessere Teile liefern, natürlich da auch ihre Technologie richtig anbieten. Aber wenn der Autobranche schlecht geht, geht es Continental leider auch schlecht. Das haben wir bei Daimler gesehen. 4 Warnungen in 12 Monaten. Jetzt meldete dennoch der chinesische Autohersteller BAIC einen 5% Anteilskauf. Die sind eigentlich schon lange Partner, werden jetzt sozusagen auch Großaktionär mit. Und was man so bei Daimler gehört hat, dann sind sie anders als bei Geely als Großaktionär jetzt mit BAIC sehr zufrieden. Wie muss man sich das Kräfteverhältnis vorstellen? Geely, BAIC als Staatskonzern und Daimler in diesem Dreiecksverhältnis? Das Dreiecksverhältnis ist eigentlich schon, dass die BAIC positiver aufgenommen wird als jetzt Geely, weil Geely ist schon relativ herrschend bei Daimler. Sie geben schon sehr viel vor, was Daimler vielleicht auch manchmal nicht so gefällt. Aber man muss auch sagen, dass gerade der chinesische Markt und gerade wenn man auch mit Autobauern aus dem chinesischen Markt so sehr vernetzt ist, einen positiven Einfluss hat, weil sie den Markt viel besser kennen, als wenn Daimler natürlich schon den Markt in China auch schon relativ gut kennt. Aber wenn man einen wirklich ansässigen Autokonzern hat, der das auch ein bisschen besser versteht vielleicht als Daimler, kann es als positiv gewertet werden, gerade auch, weil die Zusammenarbeit jetzt nicht gerade neu ist und wahrscheinlich kommen sie jetzt nicht mit irgendwelchen Sachen um die Ecke, wo Daimler sagt, das wollen wir gar nicht machen, sondern sie haben einfach ihre Beteiligung nochmal gestärkt, indem sie der größte Einzelaktionär bei Daimler geworden. Daimler hat Zahlen gebracht,
weniger Absatz, mehr Umsatz und zugleich im zweiten Quartal ein Milliardenverlust. Das ist an der Börse gar nicht so schlimm aufgenommen worden. Ist da jetzt alles, wenn man sich den Daimler-Chart mal anschaut, war ein hartes Jahr dieses Jahr, in der zweiten Jahreshälfte bis dato. Ist da jetzt sozusagen alles drin? Was sagen Analysten dazu? Der neue CEO musste seine ersten Quartalsberichte abgeben, die nicht so positiv waren. Da gab es Quartalsberichte vorher, die schon positiver ausgefallen sind. Sie haben trotzdem Umsatzsteigerung 1,3 Milliarden Nettoverlust gemacht, was in der aktuellen Branche und im aktuellen Konjunkturzyklus oder in der Phase, wo wir uns befinden, nicht wirklich erschreckend ist. Das muss man schon sagen. Daimler hat genauso wie Volkswagen und BMW und auch Continental gestern positiv an der Börse geschlossen, was nicht heißen muss, dass es so weitergehen muss. Sie haben einfach ihren Nettoverlust ausweisen müssen, weil sie Sonderbelastung haben, gerade durch die Rückkäufe oder Rückrufe, die sie hatten in letzter Zeit. Der Handelskrieg, der immer noch nicht ausgestanden ist, der immer noch irgendwie auf den Autokonzern natürlich lastet. Und das Branchenumfeld, das auf allen Autobauern in dem Fall lastet. Daimler ist in dem Fall natürlich sehr, sehr abhängig auch von China. Gerade jetzt durch die Kooperation vielleicht noch so ein bisschen positiver gesehen als andere Autokonzerne. Aber man muss sagen, dass ob das alles ausgestanden ist, was jetzt so noch auf dem Zettel lag die letzten Jahre, das muss man erst mal sehen. Okay, also Sie haben schon eine Menge angesprochen. Diese Affäre, die Rückstellung dafür, China. Nun sind wir erst am Beginn des sich abschwächenden Konjunkturzykluses. Ja. Der Handelskonflikt schwelt weiter. Inzwischen werden aber so Prognosen wie von Conti oder von Daimler gekauft, koste es, was es wolle. Wann hat denn die Branche da einen Boden erreicht, wenn sich noch so viele Problemfelder aneinander reihen ohne eine Lösung? Oder schleppt man das jetzt als Investor, als Aktionär, als Interessent noch weiter mit sich rum? Das Problem bei den Autobauern, aber auch was die Konjunktur ist, wie Sie schon gesagt haben, wir befinden uns am Anfang dieser Abschwächungsphase. Also es kommt vieles aufeinander. Man merkt schon, überall kommen Gewinnwarnungen herüber und überall die Weltkonjunktur ist halt auch nicht mehr gut. USA schwächelt, China schwächelt. Es geht alles runter und das müssen die Konzerne irgendwie auffangen. Das können sie nur dadurch, dass sie ihre Kosten irgendwie runterziehen werden oder ihre Marge erhöhen. Das werden sie eher nicht machen, weil es keiner mehr kaufen kann. Deshalb müssen sie irgendwie die Kosten drücken und diese ganzen Kostensparpläne, die sind ja irgendwo schon am Rumgeistern. Daimler hat es schon gemacht oder will es machen. Da, Continental muss sich auch umstrukturieren, will die Sparten verkaufen, muss sich kleiner und einfach agiler machen. Das kostet aber immer Geld und das kostet vor allem am Anfang sehr, sehr viel Geld und deshalb werden auch sehr viele Autokonzerne wie zum Beispiel Daimler erstmal in den Miesen rutschen, weil sie halt durch diese Umstrukturierung sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen. Dann müssen sie die E-Mobilität noch weiter ausbauen, was auch wieder Investitionen nach sich zieht. Und wenn sie dann natürlich noch auf der anderen Seite nicht absetzen können, weil die Konjunktur schwächelt, sind das so ganz viele Bausteine, die manchmal in sich zusammenfallen können, wenn es ganz schlimm wird. Oder sie kommen halt aus dieser Phase, wenn die Konjunktur schlecht wird und dann aber irgendwann der Aufschwung kommt, wieder besser raus, als sie vorher da gestanden haben. Was ist denn in dieser Gemengelage unter den Experten so der Topic? Unter den Herstellern wie auch unter den Zulieferern? Topic muss man sagen, wenn man die deutschen Autobauer sich anschaut, dass es Volkswagen ist. Volkswagen sticht schon alleine raus, dass sie mehr Buy- als Hold-Ratings haben. Die meisten, also Daimler und BMW, haben eher auf der Halden-Seite ihre Ratings und ihre Kursziele sind ungefähr 15% über oder 10-15% über dem aktuellen Kurs. Volkswagen kann damit fast 20% ein bisschen mehr rausholen. Aber Volkswagen hat auch ein bisschen mehr gelitten vielleicht als die anderen Autobauer durch die Dieselkrise, was natürlich jetzt nichts Positives ist, dass sie sich da eigentlich selbst zu Schulden kommen lassen haben. Aber China ist ein großer Markt, ist der größte Markt und Volkswagen ist da laut Analysten ein bisschen besser aufgestellt als die anderen beiden. Vivian Sparrenberg, vielen Dank. Danke. Der Continental hat noch mit der Antriebssparte viel zu tun, ein gutes Stück Arbeit vor sich, Daimler an ganz, ganz vielen Baustellen. Nichtsdestotrotz hat ein neuer großer Investor, nämlich der Staatskonzern BAIC, jetzt den weiteren Einstieg bei Daimler gewagt und 5% Anteile gekauft. Topic der Analysten trotzdem in diesem Umfeld ist und bleibt erstmal die VW-Aktie.